Dass es für Aufnahmen mit dem Smartphone genügend Licht und Stabilität braucht, habe ich schon in früheren Folgen von Smart Filming erklärt. Ebenso, dass das Handy während des Filmens immer in die Horizontale gehört und nie in die Vertikale. Und wenn ihr die folgenden 6 Tipps auch noch beherzigt, dann steht einem erfolgreichen Dreh nichts mehr im Weg. Als erstes schaltet ihr, wenn möglich, den Flugmodus ein. So verhindert ihr, dass Funkwellen Störgeräusche auf euren Aufnahmen hinterlassen, die man jeweils leider erst im Nachhinein hört. Sorgt während des Drehs für eine ruhige Umgebung und versucht, alle Störgeräusche zu eliminieren. Vermeidet zu viele Bewegungen bzw. zu schnelle Bewegungen. Solche Aufnahmen wirken unruhig und erinnern eher an Filme wie Blair Witch Project. Schaut während des Filmens nicht in die Mitte des Smartphone-Bildschirms, sondern an den Rand des Rahmens. So könnt ihr die Kamerabewegungen besser einschätzen. Sorgt dafür, dass ihr immer genügend Akku- oder Lademöglichkeiten habt. Und seid flexibel. Wenn beispielsweise kein Stativ vorhanden ist, kann man für einen Schwenk auch einen Bürostuhl verwenden.